Hallo und Servus zusammen, ich bin's, der Drewman vom Ultimate Chicken Squad und heute stelle ich euch das Ares G36C vor und diesen Nudelauflauf, mit dem ich mehr Spaß hatte wie mit der G36. Warum? Das seht ihr jetzt. Gameplay ist schon vorbei. Naja, mal weiter mit dem Review. Das Ganze hier wurde hergestellt von Ares und ist ein Lizenzmodell von Umarex. Die Airsoft hat eine Länge von 675 mm, beziehungsweise, wenn man das sagt, ausfährt, von 715 mm. Wiegend wird das ganze Teil also so in etwa 2,8 kg. Und ist in verschiedenen Varianten erhältlich. In der C-Variante, wie wir sie hier haben, die K-Variante und die Standard-Variante. Das altbekannte G36 eben. Und sie hat in etwa 1,2 Joule laut Hersteller. Wir haben sie nachgegrund und sind auf 1,5 Joule gekommen mit leichten Joule-Schwankungen. Im Lieferumfang der G36 befindet sich ein Low-Cap-Magazin, ein sehr komischer Stab-Speedloader und die Airsoft eben selber. War das schon alles? Ja. Dann kommen wir jetzt zu den Internals von dem guten Stück und ich fange einfach mal vorne bei dem Lauf an. Verbaut ist ein 250 mm langer Messinglauf mit einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Das Hop-Up ist stufenweise einstellbar und es wurde ein sehr weiches Hop-Up-Gummi verbaut. Die Gearbox ist G36 typisch eine V3 Gearbox. In der Gearbox drin ist leider ziemlich viel Kunststoff verbaut. Pistonhead aus Kunststoff, Zylinderhead aus Kunststoff, das Nozzle aus Kunststoff. Und das Nozzle verfügt noch nicht mal über einen O-Ring. Piston und Zylinderhead zum Glück schon. Der Piston eben auch aus Kunststoff, allerdings mit Stahlzähnen und zwar 14 Stück und einen halben, also 14,5 Stahlzähne. Zusätzlich hat die Gearbox noch ein Federschnellwechselsystem, welches es erlaubt, die Feder schnell auszutauschen. Außerdem ist noch das Ares EFCS-System verbaut. Weiter geht's mit Optik und Verarbeitung. Was soll man großartig sagen, ist halt eben typisch optisch eine G36. Das Besondere hieran, der Henkert. Markings haben hier Originale dran von Heckler & Koch. Die können wir hier sehen, die sind eingraviert. Die Markings für die Feuermodi, also gesichert, Einzelschuss, Burst, also Salve und Vollautomatik, sind wohl nicht original G36, wie uns ein Kollege vom Verein, der bei der Bundeswehr ist, mitgeteilt hat. Der hatte schon mehrere G36 in der Hand und er kennt das so nicht. Also nehmen wir an, dass es mal nicht original ist. Aber gut, das ist ja weitestgehend nicht schlimm. Die Verarbeitung ist okay. Wir haben hier oben Spritzgussnähte, also überall, wo Kunststoff ist, sehen wir hier klare Spritzgussnähte, auch hier vorne. Und auch der Kunststoff ist relativ günstig. Also er macht jetzt keinen besonderen hochwertigen Eindruck. Der Henker vorne ist aus Aluminium. Der wirkt wiederum absolut gut verarbeitet und ist auch überhaupt nicht scharfkantig und gut entgratet. Die Spaltmaße hier zueinander passen auch überall perfekt. Da kann man nicht meckern. Ein Problem haben wir aber gefunden. Hier unten drinnen ist so ein kleiner Schlitz. Wenn du das Magazin rauszieht mit dem Spielen und irgendwie Magazin rauf tust oder du kippst die Airsoft ein bisschen, kann passieren, dass da eine Kugel reinfällt, weil der Schlitz ist größer wie 6 mm. Und dann haben wir hier eine Kugel drin, die man jetzt hört vielleicht. Und die will da nicht mehr raus. Das heißt, man muss das ganze Teil zerlegen und hoffen, dass man sie irgendwie rauskriegt. Und das ist dann doch tatsächlich ein negativer Punkt auch. Aber im Großen und Ganzen geben wir ihr daher einfach mal 6 von 10 Punkten. Der Rest stimmt nämlich soweit. Nun zur Funktionalität des G36. Wir haben auf beiden Seiten einen Feuerwehrhebel, weshalb die Airsoft für Links- sowie Rechtshänder gut geeignet ist. Der Trigger hat einen sehr langen Abzugsweg, für unseren Geschmack etwas zu lang. Außerdem kriegen wir da kein Feedback, wann löst sich jetzt ein Schuss und wann nicht.
Das geht einfach total weich durch und du hast keine Ahnung, wann schießt er jetzt und wann nicht. Der Verschluss hier oben rastet nicht ein, sprich, wenn ihr das Hop-Up einstellen wollt und ihr lasst los und habt die Finger drin, quetscht ihr euch die Finger ein. Nicht ganz so geil, das ganze Teil irritiert nämlich nicht. Nicht so cool. Hier hinten haben wir die Wangenauflage. Da könnt ihr eure Wange auflegen zum Ziel. Könnt ihr einstellen in drei verschiedene Stufen, wie ihr sie braucht. Rastet dann eben ein und alles ist gut. Auch die Schulterstütze lässt sich mit drei Stufen einstellen, wie ihr sie eben braucht. Der Schaft ist klappbar und rastet dann auch ein, wenn er nach vorne knallt. Ja, dann zur Kimme und zum Korn. Die kann man ein- und ausklappen, ob man sie braucht oder nicht. Müsst ihr selber entscheiden. Das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, ihr könnt sie nicht einstellen. Und was bringt euch Kimme und Korn, wenn ihr sie nicht einstellen könnt? Richtig, gar nichts. Deswegen geben wir der Airsoft da nur 6 von 10 Punkten. Jetzt geht es weiter mit der Kompatibilität. Ich werde auch so ein besser mit dem Wort. Fangen wir mit den Akkus an. Auf der Suche nach dem Akkufach scheitern wir bei diesem G36-Modell kläglich. Wo soll ich denn da einen Akku reinstecken? Also haben wir uns eine Lösung einfallen lassen. Haben wir vorhin eine Akkubox rangebaut, das Kabel nach draußen verlegt und dann kommt hier ein Akku rein. Das ganze Teil müsst ihr mit einem 11.1er betreiben, also 11.1er Lipo wäre am besten. Und den kriegt ihr da nicht rein. Deswegen unsere Empfehlung für euch, falls ihr euch dieses Teil hier anschaffen möchtet, baut euch draußen eine Akkubox hin, legt ein Kabel raus und dann kommt der Akku da rein. Sonst habt ihr nämlich ein Problem, weil ihr noch keinen Strom in dem Teil habt. Kostet 15 Euro von Zymer. Falls ihr es gehört habt, 15 Euro von Zymer. Weiter jetzt mit den Magazinen. Ja, das ist auch so eine Sache bei dem Teil hier. Also Ares Loke ein paar Mal getestet, war mit dabei, hat zu weit gefeedet, ging also. Die Mid-Cap-Magazine, auch von Ares, mussten wir nach vorne drücken. Auch ein ziemliches Problem. Sonst haben sie nicht gefeedet, aber sie gehen rein. Dann haben wir noch andere Magazine dazu gekauft, zum Beispiel dieses Magazin hier, das ist Bugatti G60 Magazin. Das passt rein und fiedet auch perfekt. Hier haben wir das nächste Magazin, ein UFC-Magazin. Passt auch perfekt rein, fiedet auch wirklich ohne Probleme. Da hat man nichts zu bemängeln. Das Einzige, was absolut überhaupt nicht einging, war dieses Mag Airsoft-Magazin. Also es rastet schon mal nicht ein, da geht es schon mal los. Also wir haben bei den G36-Modellen wirklich ein Problem mit der Kompatibilität bei den Magazinen. Wenn schon die Magazine vom Hersteller nicht passen, wo soll es da weitergehen? Auch das High-Cap-Magazin von Ares. Macht Probleme, müsst ihr ebenfalls nach vorne drücken. Daher geben wir den Ganzen gerade mal 2 von 10 Punkten in der Kompatibilität. Da kann man nicht mehr machen. Weiter geht's mit dem Handling des G36. Das G36 ist sehr kurz, ist auch die C-Variante und das heißt, schnelle Spieler können das Teil ruhig spielen, weil es ja einfach richtig praktisch ist für CQB oder wenn man eben viel rumrennt. Vor allem, wenn man den Schaft noch einklappt. Da ist sie halt komplett kurz. Richtig, richtig angenehm. Ein Problem hat sie aber. Sie hat ein EBB-System, was das Schussbild dann ein bisschen verfälscht. Ist dann nicht ganz so geil. Ist aber halt einfach so. Das Gewicht ist ein bisschen frontlastig. Deswegen haben wir hier vorne auch einen Frontgriff, um das Ganze ein bisschen entgegenwirken zu können. Ist jetzt nicht schlimm. Ist wirklich alles im Rahmen. Ist noch okay. Der Griff hier unten ist ein Standard G36-Griff. Ja, ist halt. Gerade wie ein Brett. Also jetzt nichts Besonderes, ist halt einfach Standard G36, ist jetzt nicht extra ergonomisch oder so, kann man nichts meckern. Ist halt einfach original. Wir geben ihr 8 von 10 Punkten. Die Schussleistung des G36 haben wir auch getestet. Naja, die Reichweite war okay, war jetzt nichts Überragendes, war aber jetzt auch nicht grottig, war wie gesagt eben ganz okay. Sie streut aber sehr stark und das Ganze ist wahrscheinlich einfach dem Lauf geschuldet, ist einfach eine blöde Kombination. Kurzer Lauf, großer Innendurchmesser, kann eigentlich nichts werden. Was sie da gemacht haben, weiß keiner. Hat uns nicht überzeugt. Dann hat sie ja eben noch ein EBB mit drin. Durch das EBB verreist man auch, weil bewegt sich ja. Und dann wird das Trefferbild nochmal einen Ticken schlechter. Minus und Minus ist zwar Plus, aber nicht in diesem Falle. Das macht sie nämlich nochmal einen Ticken schlechter. Laut Hersteller hat sie auch 1,2 Joule. Wir haben 1,5 Joule.
ungefähr 1 bis 4 Joule bis 1,5 Joule waren es eigentlich, also knapp 0,1 Joule Unterschied ist einiges. Er könnte den Ohrring im Nossel helfen. Könnte man machen, man kann aber auch einfach kein Ohrring rein tun und die Leute damit verarschen. Ich meine, ihr zahlt ein Schweinegeld dafür und ihr kriegt nicht mal ein Ohrring in euer Nossel rein. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Ares. Aber gut, was soll man machen? Dann durch das EBB wird auch die Triggergeschwindigkeit verringert. Naja, ist auch blöd. Also man kann jetzt da nicht so reinhämmern wie eine Airsoft ohne EBB. Naja, muss man sich damit anfreunden oder man deaktiviert einfach das EBB. Aber wir geben ihr 6 von 10 Punkten. Nun zum Endfazit über das G36. Das ganze Teil kostet 480 Ocken, ist also eine ordentliche Stange und ist einfach der Lizenz geschuldet, weil das ganze Teil ja ein Lizenzmodell ist. Ist ziemlich teuer. Die Internals sind leider Gottes auf der Strecke geblieben. Ist blöd, aber hilft ja nichts. Was uns auch aufgefallen ist, was wir vergessen haben: Vorne ist kein Negativgewinde, sondern normales Rechtsgewinde. Das Problem ist, wenn ihr jetzt einen anderen Mündungsverdämpfer rauf tun wollt, braucht ihr einen Adapter, den ihr dazwischen schrauben könnt, damit ihr dann quasi eben anderen Mündungsverdämpfer etc. rauf tun könnt oder einen Schalldämpfer. Was auch ein Problem ist, was ich nicht verstehe, warum dieses Akkufach, das nicht da ist. Also warum haben die hier kein anständiges Akkufach, wo man Akku rein tun kann? Also das fuckt mich halt schon immer noch ein bisschen ab, aber gut, kannst nichts machen. Man muss sagen, das Teil ist eher was für Sammler, Liebhaber oder einfach Bastler. Sie ist nicht gut. Sie ist wirklich was für die Wand oder wenn man sagen will, okay, ich will mal eine G36 umbauen, es gibt ja nicht viele G36 Modelle auf dem Markt, dann kann man sich die schon mal kaufen und umbauen. Ich würde es jetzt aber eher nicht tun. Ich würde da eher auf eine M4 gehen oder so. Naja, out of the box, wird man einfach nicht glücklich damit. Wer sie kauft und so spielen möchte, viel Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das recht lange macht. Ist halt so. Da haben sie sich wirklich bemüht, nicht mit Ruhm hier zu bekleckern. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Naja, wir geben ihr auf jeden Fall 6 von 10 Punkten. Ich würde das Geld lieber in 50 Kilogramm Nudelauflauf investieren. Die Regie lacht. Ihr könnt 480 Euro für das Teil ausgeben oder 50 Kilogramm Nudelauflauf. Ich nehme den Nudelauflauf, der ist mir nämlich lieber. Außerdem kann man da ziemlich gut und ziemlich lange dran essen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst trotzdem ein Like da. Schadet nicht. Schreibt in die Kommentare rein, falls euch was nicht gefallen hat. Falls ihr ein Review zu dem Nudelauflauf wollt. Oder falls ihr vielleicht mal eine bestimmte Airsoft oder sowas sehen wollt. Gebt uns einfach Feedback, würde uns mega freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Are you listening? Damn.